Hallo, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute zeige ich euch so meine Ideen oder Inspirationen für Weihnachtsgeschenke. Los geht's! Also, das sind alles so Sachen, die mir natürlich total gefallen, die ich entweder geschenkt bekommen habe oder mir selber geschenkt habe und wo ich dachte, das wäre eigentlich auch vielleicht eine Inspiration für euch oder so als kleine Anregung. Und es sind ja jetzt noch 3 Wochen, ne? Und da dachte ich mir, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir das jetzt so schnell wie möglich machen, dann könnt ihr noch rechtzeitig alles einkaufen und bestellen. Was natürlich immer geht zu Weihnachten, ist Schmuck. Und ich habe hier ein Schmuckstück, das habe ich schon ein paar Jahre und da hängt auch mein Herz dran. Und ich trage das manchmal, ich trage das nicht so oft. Ich hatte eine Zeit, da habe ich das sehr viel getragen. Und zwar ist das ein wunderschöner Anhänger mit einer wunderschönen Kette. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff Engelsrufer etwas sagt. Das ist hier nämlich diese Kette und die hat hier unten, seht ihr das, es ist so ganz filigran gearbeitet und in dieser filigranen, das ist natürlich für mich jetzt Roségold, ist eine Kugel drin und die macht ein ganz leises Geräusch. Mal gucken, ob ihr das hört. Also wenn man dieses Schmuckstück dann trägt, dann hat man immer dieses leichte, ganz leichte Tönchen. Also man hört das nicht im Tag, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ihr habt da so eine Glocke. Und guckt euch das mal an von Engelsrufer. Ich finde das ganz schön. Also der Gedanke dahinter ist, dass man quasi, das ist wie ein kleiner Schutzengel, wie ein kleiner Talisman. Und vielleicht habt ihr eine Mama oder eine ganz liebe Freundin oder eine Schwester, wo ihr das Gefühl habt, die hatte vielleicht nicht so eine schöne Zeit oder irgendwas hat nicht so geklappt in ihrem Leben. Und man will der so was ganz Positives, so Beschützendes schenken. Und deshalb bin ich jetzt auf diesen Engelsrufer wieder gekommen. Also wie gesagt, ich habe meinen jetzt, glaube ich, so 4 Jahre und ich liebe den total. Und ich habe den an so einer langen Kette, die habe ich mir irgendwie separat gesucht. Die gab es nicht direkt in dem Geschäft, wo ich diese Kette gekauft habe. Und ich finde das halt eine ganz persönliche Sache. Meine Kugel ist jetzt goldig, da gibt es verschiedene Farben, da könnt ihr auch nochmal aussuchen. Dieses filigrane Gehäuse, was ja auch so mit kleinen Steinchen besetzt ist, das gibt es auch in Silber noch oder in klassisch Gold. Ich habe jetzt hier so eine Rosé-Vergoldung und ich mag das wirklich so, so, so gerne. Also es ist eines meiner liebsten Schmuckstücke. Ich trage es nicht so oft, es ist wirklich mein kleiner Schatz. Aber es gibt so Tage, wo ich denke, ja, heute brauche ich irgendwie so, ich muss mich mit was Positivem umgeben und dann trage ich das. Und ich dachte mir, vielleicht ist das eine schöne Geschenkidee für einen lieben Menschen in eurem Leben. Dann habe ich noch ein anderes Schmuckstück, was auch ganz klassisch ist. Und auch wenn jetzt Männer zugucken, was immer geht, sind natürlich Perlen. Und also das, finde ich, sollte jede Frau haben. Und diese kleinen Perlen, die sind natürlich echt, sind nicht sehr teuer. Also man bekommt so kleine, echte Perlen, weiß ich nicht, ab 60 Euro. Und man hat diese Perlen ja sein Leben lang. Ich habe hier die auch, die sind etwas größer. Die kosteten, glaube ich, jetzt 100 Euro und die habe ich schon Jahre. Und ich greife immer wieder zu Perlen und ich finde das eine wunderschöne Geschenkidee, auch für euch selbst. Also falls ihr euch selber mal was Schönes schenken wollt oder ihr bekommt Geld oder keine Ahnung. Ich finde, Perlen ist ein Klassiker und es gibt ja auch manchmal Perlen, wo ein kleiner Diamant noch dran ist. Ich mag ja diese klassischen ohne alles total gerne. Und ich habe jetzt hier welche, die haben so eine leichte Roséfarbe. Also die sind nicht so ganz weiß, da könnt ihr ja auch gucken. Ich gucke übrigens, alles, was ich hier euch zeige, verlinke ich euch unten. Also ich suche alles, was ich finde, verlinke ich euch und vielleicht ist ja was Schönes für euch dabei. So, wer mich kennt, der weiß, dass ich total auf Roségold verrückt bin. Also wenn was Roségold ist, geht es mir gut. Oder wenn ich das habe. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich arbeite ja viel am Rechner und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch noch einen Rechner habt, an dem ihr arbeitet. Und ich habe tatsächlich eine Maus, weil ich ganz viel, gut in meinem Job, ich bin Grafikdesignerin und ich mache halt noch sehr viel über die Maus. Viele vielleicht haben von euch nur ein Trackpad, mit dem sie arbeiten oder einen Stift, keine Ahnung, wie ihr das macht. Aber ein sehr schönes Geschenk, was ich mir selber gemacht habe, ist ein roségoldenes Mauspad. Und ich weiß nicht, habt ihr vielleicht eine Tochter oder eine Freundin oder jemanden, der viel am Rechner arbeitet, vielleicht sogar fürs Büro. Das ist von dieser Firma Satechi, ich weiß nicht, ich glaube, die Kamera kann das jetzt hier nicht so gut einfangen, aber das ist eine richtig schöne, schwere, gearbeitete Metallplatte
Und ich hatte vorher so ein olles Mauspad, das hatte ich mal von der Berlinale, das fand ich irgendwie mal ganz lustig, aber es war auch jetzt schon alt und kaputt gerissen. Und jetzt möchte ich wirklich was haben, was nicht gleich wieder zerreißen kann. Und wie gesagt, ich benutze noch die Maus und deshalb war das für mich echt, finde ich, eine schöne Idee. Und das gibt es auch noch in Aluminiumfarben, also Silberfarben, vielleicht für euren Mann oder Bruder, ich weiß es nicht. Und ich finde das aber halt auch eine schöne Idee. So, jetzt bleibe ich noch kurz beim Thema Roségold. Und zwar, ich habe euch dazu schon ein Video abgedreht. Das ist jetzt Werbung, Achtung, Werbung. Ich bekomme dafür kein Geld. Ich habe lediglich den Flakon und die Düfte bekommen. Und ich bin total begeistert von der Idee von einem Parfüm, was man verschenkt, aber dass jemand anders, also der Frau, der ihr das schenkt, oder dem Mann, das ist ja auch für Männer gedacht, dass die sich dann selber ihr Parfüm zusammenstellen. Also ihr kauft jetzt nicht für 80 € ein Parfüm und dann hat derjenige vielleicht schon gerade das sich selber gekauft oder nicht wirklich sich explizit von euch gewünscht. Also ich finde immer, Parfüm ist schwierig zu verschenken und das machen ja Männer sehr gerne. Deshalb, liebe Männer, falls ihr zuschaut, es gibt die Möglichkeit, über diese Firma UniQ ein Parfüm-Abonnement zu verschenken. Da bekommt man diesen schönen Flakon. Männer bekommen den, glaube ich, in Silberfarben. Und dann bekommt die Beschenkte oder derjenige, der sich selber abonniert, jeden Monat für 15,95 € ein Parfüm zugeschickt. Ich habe auch noch einen kleinen Rabattcode, nämlich mit Amelie 25, schreibe ich nochmal unten hin, bekommt ihr 25% auf eure erste Bestellung. Und wie gesagt, ich freue mich wirklich sehr. Ich würde euch das nicht jetzt nochmal in die Kamera halten, wenn ich es nicht so toll finden würde. Es gibt Frauen auf Instagram, die schreiben mir, mein neuer Duft kommt, weil ihr bekommt immer eine Ankündigung per E-Mail. Da steht dann drin, ihr Duft ist jetzt versendet worden, das kommt mit der Briefpost. Und ich freue mich dann so sehr. Und jetzt habe ich gerade von Guerlain einen Mega-Duft, der heißt La Petite Robe Noire, also das kleine Schwarze. Also falls ihr gerade auch dieses Abonnement abgeschlossen habt und ihr wollt so Sachen ausprobieren, so wie ich das ja jetzt auch ständig mache. Also ich habe hier wirklich, der ist so toll. Meine Mama war zu Besuch, die hat sich direkt auch gleich eingesprüht und die fand auch so, wow, das riecht so gut. Und sie meinte auch, das ist nicht so ein Duft, den man so an jeder Ecke riecht. Na, es gibt ja so bestimmte Parfüms, da hat man immer so das Gefühl, ah, okay, das ist das, ah, ja, das ist das, das kennt man irgendwie. Und es ist bei dem eben nicht. Aber ihr habt die Möglichkeit, bei dieser Firma eure ganzen Düfte auszuwählen. Geht mal auf die Webseite. Ich finde es eine super tolle Geschenkidee. Also ich finde es mega. Sonst würde ich es euch nicht zeigen. Dann ein Klassiker. Ich finde, was immer geht für Frauen, was immer geht und was ich jetzt hier nochmal so schön verpackt habe, weil ich doch tatsächlich diesen Originalkarton aufbewahrt habe. Ich habe mein GHD-Eisen 6 Jahre, 5 Jahre. Ich liebe das. Ich packe es jetzt auch gleich nochmal aus für euch. Aber allein diese Verpackung, es ist ein super tolles Glätteisen und ich möchte kein anderes mehr. Ja, es ist vielleicht vom Moment erstmal etwas teurer als die ganzen anderen günstigen, aber es hat diese spezielle goldene Fläche, mit denen ihr die Haare glättet. Und ich merke das, wenn ich meine, ich habe doch eine kräftige Welle in meinen Haaren und ich habe auch relativ kräftige Haare. Und meine Haare werden damit wirklich seidig weich. Also wenn ihr wirklich glatte Haare wollt oder ihr könnt auch damit auch Locken zaubern. Ich packe es jetzt einmal aus. Das wird hier, also so ähnlich, ne? Ich habe es ja jetzt schon mehrmals benutzt. Das ist hier, liegt es drin. Und ich zeige euch ganz kurz, ihr kennt es wahrscheinlich eh schon alle. Man bekommt dann auch diese Klammern hier mitgeschickt. Das ist dieser Hitzeschutzaufsatz. Und also ich nehme das auch immer mit, wenn ich verreise, habe ich das immer dabei. Und ja, ich liebe das über alles. Also ich möchte kein anderes mehr. Klar, es ist natürlich total schick. Wahrscheinlich sehen die jetzt schon wieder noch schicker aus. Ich weiß es nicht. Das ist ja jetzt ein paar Jahre alt. Aber diese hier oben, um darum geht es. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende. Damit macht ihr keine Haare kaputt. Ich habe es schon 100 Mal benutzt und falls ihr was richtig Schönes schenken wollt oder ihr habt eine Tochter und ihr wisst, dass die sich die Haare gern glättet, dieses Ding hat man, glaube ich, sehr, sehr lange. So, jetzt mache ich einen kleinen Sprung und zwar, also vielleicht muss ich kurz erzählen, wir hatten ja einen Wasserschaden, unsere Heizung war kaputt und dann haben wir eine neue Heizung bekommen und dann kam der Schornsteinfeger natürlich zu uns und es war so ein, der war vielleicht Anfang 30, ein Schornsteinfeger. Sehr, sehr netter Typ.
Und der hat dieses Teil gesehen und hat sofort gesagt, oh, das muss ich haben, wo ist das her? Und der war so völlig, hat sich total, fand das mega cool. Und jetzt zeige ich euch mal, was das ist. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt hier so schön in die Kamera halten. Das ist wirklich was für die Weihnachtszeit, aber bei uns steht das das ganze Jahr in der Küche. Und zwar ist das ein kleiner Ofen. Damit könnt ihr räuchern, eine Kerze anzünden. Also man kann zum Beispiel hier, wenn man hier jetzt aufmacht, ich gucke mal, dass ich das jetzt schaffe. Genau, hier kann man kleine Räucherkerzchen einsetzen, was ich ja liebe. Hier kann man ein Teelicht eins, was jetzt auch drin ist, ein Teelicht. Oben könnte man Duftöle reingeben. Und also wie gesagt, das steht bei mir in der Küche auf der Fensterbank und meine Kinder, die lieben das. Ich finde es wunderschön, hier unten ist so ein Schubfach, das dann, sind dann die Streichhölzer drin und ja, es ist so, so, so süß und ich weiß nicht, ich versuche mal, ob ich euch das noch besser einfangen kann. Genau, das ist so eine richtige kleine, die gibt es auch noch in Rot. Ich fand jetzt dieses Grün wunderschön und das ist so ein richtiges Geschenk. Also ich finde, das hat man, das ist was, was ich glaube ich an meine Kinder irgendwann weiter vererbe. Und die werden dann irgendwann denken, ja, genau, wir hatten doch immer diesen Räucherofen. Das finde ich so was Schönes und das habe ich auch geschenkt bekommen zu Weihnachten von meiner Mutter und habe mich darüber sehr gefreut. Wir waren in so einem Geschäft und da stand der und der ist auch etwas teurer, aber dafür, dass man den ja immer hat, finde ich das ein wundervolles Geschenk, wirklich. Also es ist vielleicht etwas kitschig, muss ich auch zugeben. Aber falls ihr Kinder habt oder ihr räuchert gerne oder ihr liebt Düfte, Duftkerzen, man könnte hier oben auch Yankee-Candle-Tarts reingeben. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich mache wirklich hier ausschließlich meine Räucherkerzen rein. Und ja, also der ist jetzt halt täglich in Gebrauch und im Sommer steht er halt einfach dekorativ auf meiner Fensterbank. Jetzt zeige ich euch noch etwas, was ich euch auch schon in einem Video abgedreht habe. Und zwar geht es um die lieben Kleinen. Oder vielleicht habt ihr Freunde, die gerade ein Baby bekommen haben. Dann finde ich das eine wundervolle Geschenkidee. Und zwar geht es um dieses schöne Buch, Mein allererster Tag. Und das ist was, da könnt ihr die Daten eures Babys eingeben oder das von den Freunden des Babys, wann das geboren ist, wie schwer das war, die Uhrzeit, der Ort. Also das gebt ihr da alles ein und dann bekommt ihr ein individuelles Buch für euch gedruckt. Ganz, ganz süß illustriert. Guckt da auch gern nochmal in mein Video rein. Ich verlinke euch das jetzt, weil dann, ich zeige da jetzt nicht nochmal alles. Aber wie gesagt, meine Kleine, die liebt das, mein Sohn liebt das. Wir haben das denen vorgelesen und das kommt aber wirklich zu mir in mein Bücherregal. Das gebe ich nicht den Kindern zum Zerlegen, weil die Kleine würde es einfach zerlegen und wahrscheinlich mein Großer, weiß ich nicht, der hat ja seine Bücher alle. Und das kommt aber in unser Bücherregal, wo auch unsere Fotos sind, weil das ist einfach eine schöne Erinnerung, weil da alles drinsteht, also diese ganzen Angaben zu eurem Baby. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, über diese Kooperation und ihr bekommt auch einen kleinen Rabatt, bekommt ihr 30% Rabatt, was ich echt sehr viel finde, mit dem Code IGLO30. Ich schreibe es aber auch nochmal hier unten hin und auch in der Infobox findet ihr alles. Und das Buch selber kostet, glaube ich, um die 20, 25 Euro. Also es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer dafür, dass man da auch wieder was hat, was man wahrscheinlich viele Jahre einfach hat. So. Und das Letzte, was ich euch zeige, was ich auch eine tolle Geschenkidee finde und es ist auch wieder Roségold am Start. Und zwar ist das meine geliebte Zahnbürste, und zwar ist das diese von Philips Sonicare. So sieht sie aus. Die ist jetzt natürlich auch benutzt. Und ich habe jetzt hier weiß mit Roségold. Die gibt es auch in schwarz, die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Also die könnt ihr auch für euren Mann kaufen. Und ich habe das Gefühl, also ich hatte vorher immer diese Oral-B und war schon sehr zufrieden eigentlich. Aber die war für mich nochmal eine Steigerung. Also wo ich so dachte, wow, das ist wirklich nochmal eine andere Zahnbürste. Die hat eine mega Kraft. Also ich finde es genial. Und ich zeige euch, was mich auch noch so überzeugt hat, was man dazu bekommt. Also man kann die in einem Glas aufladen, also da gibt es so ein extra kleines Glas, da stellt man die rein und dann wird die automatisch geladen an der Steckdose. Oder man hat, wenn man zum Beispiel verreist, hier so ein Etui und da habt ihr dann hier die Möglichkeit über das Kabel, was jetzt an meinem Glas ist, das könnte man dann hier ranstecken und dann hat man wirklich ein wunderschönes Reiseetui und
natürlich auch so Roséfarben. Also ich finde das echt eine sehr, sehr schöne Idee. Und sowas hat man ja sehr lange. Also das ist jetzt auch nicht sehr günstig. Also wenn ihr wirklich was sehr Schönes verschenken wollt. Und man hat das einfach jahrelang. Und das ist mir immer so wichtig. Ich mag immer nicht so diese Modegeschenke. Wie ihr seht, meine Sachen, die ich euch zeige, die habe ich wirklich sehr, sehr lange. Und ja, da bin ich irgendwie altmodisch. Also ich kann jetzt nicht irgendwie alle 3 Monate bei mir immer alles neu haben. Meine Sachen sind wirklich lange bei mir. Und das finde ich gut so. Jetzt hoffe ich, dass ich euch so mit der einen oder anderen Sache inspirieren konnte. Vielleicht habt ihr irgendwas Schönes jetzt entdeckt für euch, wo ihr denkt, ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht drehe ich noch ein Video ab. Ich muss mal gucken. Ich habe schon wieder andere Ideen, auch noch für Weihnachtsgeschenke. Aber das wäre jetzt erstmal so für den Teil 1. Auf jeden Fall freue ich mich total, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, habt ihr noch irgendwelche ultimativen Geschenketipps? Ich finde das immer sehr schwer. Aber ich finde, wenn man einen Menschen gern hat und den mag, dann fällt einem immer was ein. Also ich liebe ja auch Pflanzen, könnte man ja auch verschenken. Also es gibt ja so viele schöne Sachen, wo man Leute einfach erfreuen kann. Oder natürlich mit Zeit, ne? Das ist auch sowas, wenn mich einer fragt, was verschenkst du, finde ich auch eine sehr, sehr kostbare Geschichte, jemandem einfach Zeit zu schenken. Einfach Zeit miteinander zu verbringen, irgendwas Schönes zu unternehmen, ins Kino zu gehen oder essen zu gehen. Das sind auch wundervolle Geschenke als dieser ganze materielle Wahnsinn. Aber so ein paar Sachen sind ja dann doch schön zu verschenken. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch mein Video heute gefallen hat oder abonniert mich gern kostenfrei, dann verpasst ihr nämlich auch keine Filme mehr. Bei Instagram findet ihr mich auch, da bin ich im Moment sehr aktiv. Ich mache doch einiges wieder in den Stories, mir macht es wieder mega Spaß. Ja, und dann wünsche ich euch alles Liebe und sage Tschüss, bis zum nächsten Film.